Was geht ab, Leute? Willkommen wieder zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute kommen wir wieder mal zu einem FAQ. Ja, Freunde, konnte mir vor kurzem wieder mal Fragen auf Instagram stellen, die ich heute in diesem Video beantworten werde. Es werden auch weiterhin FAQ-Videos kommen. Das bedeutet, wenn ihr euch an solchen Videos beteiligen möchtet, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet, mir ein paar Fragen stellen möchtet, checkt unbedingt mein Instagram ab. Dort mache ich in der Story regelmäßig mal einen kleinen Aufruf, wo ihr dann eure Fragen stellen könnt, die ich dann in der Videoreihe beantworten werde. Bevor wir anfangen, erstmal liebe Grüße an Who is Toby und Mr. Nobody Jr. Vielen Dank. Die haben mir, glaube ich, die meisten Fragen gestellt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit der ersten Frage von Who is Toby. Was wären deine Top 3 Ziele? Und was vielleicht auch noch mit dazu passt, auch wieder hier Mr. Nobody Jr. Größtes Ziel im Leben. Ja, ich würde sagen, das ist so eine 0815-Antwort, die von vielen Leuten kommen würde. Aber einfach ein glückliches Leben haben, eine Frau haben, eine glückliche Ehe führen, Kinder haben, ein schönes Eigenheim haben und natürlich auch ein schönes Auto vor der Einfahrt stehen haben. Achso, und ich hoffe natürlich auch, dass mit YouTube weiterhin gut laufen wird. Das ist ein Hobby, wo ich wirklich sehr, sehr viel Freude daran habe, regelmäßig neue, korrekte Leute kennenlerne und ich habe einfach Spaß daran und es wäre wirklich cool, wenn es weiterhin so gut laufen würde. Deswegen an der Stelle vielleicht auch mal vielen, vielen lieben Dank für euren krassen Support, den ihr mir hier gebt. Mit jedem Aufruf, mit jedem Like, mit jedem Kommentar unterstützt ihr mich wirklich mega. Deswegen an der Stelle, falls ihr die Videos feiert und vielleicht noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Das Abo ist kostenlos und falls es euch dann doch nicht gefallen sollte, könnt ihr das Abo ja jederzeit wieder rückgängig machen. Aber ich denke schon, dass es eine Bereicherung für euch sein wird. Gut, direkt die nächste Frage von Who is Toby. Deine Top 5 Autos. Und das Thema hatte ich ja im letzten Video schon ein bisschen behandelt. Schwierig bei mir. Achso, ich sehe gerade hier an der Stelle Mr. Nobody Jr. natürlich auch schon wieder Top 3 Autos, die du unbedingt besitzen wollen würdest. Auch wieder eine passende Frage. Es gibt wirklich sehr, sehr viele schöne Fahrzeuge da draußen und dementsprechend gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Fahrzeuge, die ich gerne besitzen würde. Beim 205er angefangen vielleicht mal ein schönes C63 S-Coupé. Schön mit dieser einen Designerfarbe. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Das ist so ein mattes Silber, so ein matter Silberlack. Wunderschön. Wirklich ein wunderschönes Fahrzeug, was ich gerne besitzen würde. Dann natürlich S63 Coupé. Auch absoluter Traum. Oder S-Klasse auch allgemein als Limousine, W222, wunderschönes Fahrzeug. W213 E-Klasse als E63S. Der AMG GT4 Türer. Also allein im Hause Mercedes gibt es da wirklich sehr, sehr viele Fahrzeuge, die ich wirklich schön finde. Um vielleicht nochmal ein bisschen in diese ältere Richtung zu gehen. Natürlich wäre es auch geil, nochmal einen W204 C63 zu besitzen. So der letzte richtige 63er in Anführungszeichen. Schön mit 6,2 Liter Hubraum, Saugermotor. Ist schon was Feines. Auch ein passender Übergang für die nächste Frage. Auch wieder von Tobi. AMG oder Porsche? Hätte man mir die Frage vor ein paar Jahren gestellt, hätte ich ohne mit der Wimper zu zucken mit AMG geantwortet. Aber mittlerweile ist es hier auch schon wieder ein bisschen schwieriger geworden. Porsche gefällt mir wirklich immer mehr. Ich war vor kurzem tatsächlich mal in einem Porsche-Autohaus, habe mich da ein bisschen umgeguckt und ja, muss man ehrlich sein, habe halt so ein bisschen geträumt. Da stand ein wunderschöner GT3 RS da und ich glaube, da wird keiner ablehnen. Aber um die Frage jetzt zu beantworten, ich würde sagen, es kommt auf das Modell an. Wie gesagt, die aktuellen Modelle von Porsche gefallen mir sehr. Klar, die ganz alten Klassiker, sowieso wunderschöne Fahrzeuge. So die Fahrzeuge zwischen 2000 und 2012 circa sagen mir nicht so sonderlich zu, um ehrlich zu sein. Aber hier so ein schöner 911er, ja, da sehe ich mich auch drin. Hätte ich auch Bock drauf. Dann die nächste Frage vom Kev. Welches Auto würdest du dir als nächstes holen? Zu dem Thema habe ich im letzten Video ein bisschen was gesagt. Die Frage explizit wurde mir da nicht gestellt, aber ich habe da schon ein bisschen was zu gesagt. Auch wieder schwieriges Thema. Also Stand jetzt, in nächster Zeit wird sowieso kein neues Auto kommen. Ich liebe den 205er immer noch über alles. Es ist ein wunderschönes Fahrzeug. An dem Fahrzeug fehlt mir wirklich gar nichts. Gerade nach den ganzen Umbauaktionen, die ich da jetzt gemacht habe. Nächstes Jahr dann vielleicht nochmal ein schönes Paar Felgen für den Sommer und auch für den Winter natürlich. Und dann steht das Fahrzeug top da. Also ich meine, klar, ist nur ein 200er. Mehr Leistung wäre natürlich schön. Aber es muss jetzt auch nicht sein. Also es ist ein wirklich zuverlässiger, schöner Daily, den ich hier habe. Was auch wieder so ein regelmäßiges Zitat von mir ist. Also das Auto in der Konfiguration findest du kein zweites Mal. Deswegen tut es mir auch im Herzen weh, allein daran zu denken, diesen Wagen irgendwann abzugeben. Ich würde den noch am liebsten für immer behalten, irgendwo in der Garage wegstellen und den quasi sammeln, in Anführungszeichen. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Fahrzeug ist, was jetzt so exklusiv ist, wo sich das lohnen würde. Klar, wie gesagt, ich liebe das Auto und das ist wirklich schon eine einzigartige Konfiguration, die ich da habe. Aber ja, weiß ich nicht. Es ist immer noch ein W205 C200. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie gesagt, in nächster Zeit wird das sowieso nicht möglich sein. Ich bin immer noch in der Ausbildung und ich habe einfach nicht das Geld, mir ein zweites Auto dahin zu stellen. Nächstes Jahr nach der Ausbildung könnte man nochmal drüber sprechen, aber wie gesagt, da ist dann immer noch der Punkt, dass ich mich wirklich nur schweren Herzens von dem Wagen hier trennen könnte. Wenn etwas Neues kommt, also wenn ich den Wagen gegen einen anderen Wagen abgeben würde, dann wird es auf jeden Fall ein Upgrade sein. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Was Größeres, was
teureres, wenn man es so sagen will. Vielleicht eine E-Klasse, das wäre naheliegend, so ein schöner W213, vielleicht als E400, E450 oder sowas, wäre ganz nice. Aber das kann ich jetzt, wie gesagt, noch nicht beantworten. Ich weiß noch nicht, wie es nächstes Jahr bei mir aussehen wird finanziell, ob ich vielleicht in der Zeit nochmal ein anderes Auto sehe, wo ich mir denke, Bruder, das will ich unbedingt haben. Kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht beantworten, aber ich hoffe, ich konnte trotzdem irgendwie auf deine Frage eingehen. Genau, haben wir nochmal den Mr. Nobody Junior mit, was hat dich dazu gebracht, mit YouTube anzufangen und was hält deine Motivation? Ich würde sagen, dafür müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Also dieser Kanal ist nicht mein erster Kanal. Ich habe schon vor 10, 12 Jahren ungefähr angefangen, die ersten YouTube-Videos hochzuladen. Da war ich noch entsprechend jung. Es waren also diese klassischen Kindervideos, die jetzt vielleicht auf TikTok landen und wo man sich so ein bisschen drüber lustig macht und wo man sich denkt, Alter, was ist mit unserer heutigen Generation los? Ich habe auch so ähnliche Videos gemacht. Also ich habe jetzt keine große Scheiße gemacht oder sowas, aber man kann sich das vorstellen, so dem Alter entsprechend. Wollte so ein bisschen auf diese Comedy-Schiene gehen. Ganz einfach, weil ich auch zu der Zeit sehr, sehr gerne YouTube konsumiert habe, mir die Videos angeguckt habe von so einem InScope und sowas. Ich fand's cool, wollte es auch mal machen. Hier Ape Crime, Iblali, so diese Richtung. Ich habe aber im Allgemeinen sehr, sehr viel ausprobiert. Also ich habe erstmal so ein bisschen versucht, diese Comedy-Richtung zu machen. Dann habe ich ein bisschen angefangen, Gaming-Videos hochzuladen, wo ich sehr, sehr aktiv gezockt habe. Dann habe ich mal einen Creepypasta-Kanal gestartet, wo ich ein, zwei Videos hochgeladen habe. Dann habe ich versucht, so ein bisschen zu vloggen oder sowas. Also ich habe gefühlt alles durch. Habe nie richtig Fuß fassen können. Ich habe nie Langzeitmotivation gehabt. Ich habe zwar immer wieder meine Phasen gehabt, wo ich teilweise sogar täglich hochgeladen habe. Hat nicht lange angehalten. Ich habe mir nicht sonderlich viel Mühe gegeben für die Videos. Ich hatte beschränkte Möglichkeiten. Ich hatte keinen eigenen PC. Ich muss immer einen PC vom Vater ran. Der wollte natürlich auch da dran. So, wenn ich den dann irgendwie zugemüllt habe mit irgendwelchen Dateien oder sowas, dann hieß es auch wieder, ah, was hast du da wieder gemacht? Irgendwelche Schnittprogramme installiert oder sowas. Ich mache das auf jeden Fall schon länger, habe schon länger Spaß daran. Wie gesagt, nie so richtig Fuß fassen können. Dann habe ich mir das Auto gekauft, beziehungsweise ich habe mir den Kanal, glaube ich, erstellt, bevor ich das Auto gekauft habe. Aber das erste Video kennt ihr ja wahrscheinlich, was ich hier hochgeladen habe. Da habe ich, glaube ich, den Frontumbau gemacht mit diesen seitlichen Flaps. Keine Ahnung, ich hatte halt immer Kollegen gehabt, die mich so ein bisschen dazu motiviert haben, die ganze Zeit gesagt haben, ey Alter, du hast Potenzial, mach das, zieh durch, du wirst es bereuen, wenn du es nicht machst und keine Ahnung, irgendwann habe ich dann wieder Bock gehabt, nach einer längeren Pause von ein paar Jahren, habe ich nochmal hingesetzt an diesen Kanal hier, hier aber auch schon wieder. Ich habe Phasen, wo ich aktiv bin, wo ich regelmäßig hochlade, da mache ich wieder ein paar Monate Pause oder sowas. Jetzt versuche ich wieder richtig Fuß zu fassen und wieder wöchentlich hochzuladen. Ich bin kein Freund von großen Ankündigungen, deswegen ich bereue das eigentlich, dass ich das jetzt gerade auch schon wieder gesagt habe, weil bei mir ist das irgendwie so, wenn ich vorher irgendwas groß ankündige oder sowas, dann klappt es nie. Ich meine, ich hatte jetzt vor kurzem einen Monat Pause nach dem Fahrwerksvideo. Dann hatte ich jetzt Urlaub 2,5 Wochen, habe so ein bisschen vorproduziert, mir ein bisschen einen Vorsprung erarbeitet. Und jetzt habe ich, wie gesagt, vor, wieder wöchentlich hochzuladen. Genau, und was meine Motivation hält, ist auch eine gute Frage. Ich würde sagen, einfach der Support und die Resonanz, die ich von euch bekomme. Also das ist der beste Support, den ich bekomme. Kommentare, teilweise die Direktnachrichten bei Instagram, wo dann auch längere Konversationen entstehen. Allgemein einfach ein Hobby, was mich bereichert. So ein paar Faktoren habe ich gerade eben ja schon genannt. Ich lerne sehr, sehr korrekte Leute kennen. Ich helfe den Leuten weiter. Ich bilde mich weiter in der Hinsicht, dass ich technisch mit Kamera, Video, Foto, ja gut, Foto hat jetzt nicht so viel mit YouTube zu tun, aber allgemein dieser technische Aspekt mit dem Videoschneiden und sowas. Ich bilde mich weiter. Ich lerne das so ein bisschen. Hab Spaß daran, einen sinnvollen Zeitvertreib und ja, es bereichert mein Leben ein wenig. Dann hat er mir die nächste Frage gestellt. Was hat dich dazu gebracht, Autos zu lieben? Das kann ich eigentlich nicht richtig beantworten. Also ich könnte beantworten, wie meine Liebe zum Mercedes entstanden ist. Einfach durch meinen Vater, der, solange ich lebe, immer einen Mercedes besessen hat. Damals den 124er, ich glaube, ein 230er, dann ein 210er. Ich glaube, das war auch ein 230er oder ein 220er. Ich weiß gar nicht, gab es damals Benziner 220er? Damals war das ja ein bisschen anders. Jetzt sind die 220er auf jeden Fall immer Diesel, das weiß ich. Oder war es auch ein 200er? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein 124er hat er besessen, ein 210er hat er besessen, ein 211er, den ich ja dann übernommen habe und ein paar Jahre gefahren bin. Solltet ihr vielleicht auch kennen, wenn ihr mich ein bisschen länger auf Insta verfolgt. Da habe ich auch noch ein paar Bilder von dem gepostet. Ja, so kam die Liebe zu Mercedes, zu schönen Fahrzeugen. Aber jetzt allgemein, wie jetzt so diese krasse Liebe zu Autos gekommen ist, kann ich nicht beantworten. Da hatte ich gestern noch das Thema mit meiner Mutter gehabt, die hat auch gefragt, ey, so, von wo hast du das, von wo kommt das, so extrem, so ausgeprägt. Ich kann es nicht beantworten, ich weiß nicht, das hat sich so mit der Zeit einfach entwickelt, wie ich halt den Führerschein bekommen habe oder, nee, sogar davor noch. Ich habe ja schon länger angefangen, auf Seite zu legen, um mir das Auto hier zu kaufen. Da habe ich den Führerschein noch gar nicht gehabt, da habe ich schon angefangen zu sparen, wusste, dass ich mir ein schönes Auto, einen schönen Mercedes kaufen möchte. Und dann hat man halt angefangen zu gucken, hier die Hamburger YouTuber, war auch ein großer Einfluss auf jeden Fall. Max, Hagen, Eiko, Boberg zum Beispiel auch. Die haben das nochmal so ein bisschen gefördert, sage ich jetzt mal. Ja, und dann
mit der Zeit ist man dann selber gefahren, hat selber an seinem Auto was gemacht, hat geguckt, was man umbauen kann und alles. Und so ist das entstanden und YouTube hat das auch echt geprägt. Instagram auch. Ich habe ja den Insta-Account vor dem YouTube-Account gehabt. Und so würde ich sagen, hat sich das Ganze so entwickelt einfach. Nächste Frage auch schon wieder. Mr. Nobody Junior, wurdest du mal von Zuschauern, Fans im öffentlichen Leben erkannt? Also so ganz klassisch, wie es bei den ganz großen YouTubern ist, hier irgendwie in der Fußgängerzone oder sowas. So weit ist es bei mir noch nicht. Ich wurde schon ein paar Mal erkannt. Das war aber meistens so auf Autotreffen. Also einmal beim Society-Treffen war es so, dass ich von Leuten angesprochen wurde, die nicht gewusst haben, dass ich in dieser Gruppe überhaupt drin bin und die auch nicht gewusst haben, dass ich an dem Tag auf das Treffen kommen werde. Die haben mich dann auf meine Videos angesprochen. Allgemein, die Jungs, die sprechen mich auch regelmäßig auf meine Videos an, aber gut, die kennen mich. Ansonsten, jetzt auf dem Schöne-Sterne-Treffen wurde ich tatsächlich von jemandem erkannt und angesprochen auf meine Videos. Liebe Grüße gehen raus, falls du das sehen solltest. Ja, halt einfach in dem Autobereich, einfach auf Autotreffen. Kurzer Nachtrag an dieser Stelle hier. Und zwar wurde ich tatsächlich wenige Tage, nachdem ich dieses Video hier aufgenommen habe, in der Berufsschule auf meine Videos angesprochen. Falls du das sehen solltest, gehen natürlich auch liebe Grüße an dich raus. Die nächste Frage vom Dennis. Warum Mercedes fahren, wenn man auch für 1,8k einen brandneuen China-Roller bekommt? Ja, Digga, was soll ich dir sagen? Ich kann es mir halt nicht leisten, dass das Ding jede Woche in der Werkstatt steht. No front an der Stelle. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir setzen an der Stelle hier einen Cut. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Fragen gestellt bekommen dieses Mal. Ich möchte auch alle Fragen beantworten. Das Ganze würde aber das Video hier sprengen. Deswegen mache ich das quasi in zwei Teile. Beziehungsweise die Serie hier besteht ja sowieso aus mehreren Teilen. Deswegen setze ich hier jetzt einfach mal einen Cut. Die weiteren, ich glaube, 10 Fragen waren es auch schon wieder. Die kommen dann nächste Woche in dem Video dran. Und ich würde dann sagen, ich verabschiede mich an der Stelle schon mal von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.